Hallo, liebe Deutschlernende! Heute sprechen wir über die lustigen Sponti-Sprüche. Na, was sind Sponti-Sprüche? Sponti-Sprüche sind ein paar lustige Sprüche, die sich Schüler und Studenten und andere Leute in den 70er und 80er Jahren in Deutschland ausgedacht haben. Ja. Wer sind die Spontis? Nun, die Spontis waren politische Aktivisten eben zu dieser Zeit, ja, also in den 70er und 80er Jahren, ja. Wir hatten in Deutschland die 68er, ja, das war eine Zeit, die sehr geprägt wurde von politischen Aktionen und so weiter, ja. Von den Hippies, ja. Und danach gab es dann die Spontis, ja, in den 70er und 80er Jahren. Und diese Spontis haben ein paar herkömmliche Redewendungen ein bisschen verändert und lustig gemacht, albern gemacht. Und viele dieser Sprüche sind wirklich sehr albern. Aber auch lustig, ja, und manche, denke ich, haben auch einen sehr tiefen Kern, ja, und ich möchte ein paar dieser Sprüche heute mit euch teilen, ja. Gibt es zum Beispiel den Sponti-Spruch, besser arm dran als arm ab. Also viele dieser Sprüche spielen auch mit der deutschen Sprache, ja. Wenn man arm dran ist, ja, dann geht es einem nicht gut, ja. Man ist vielleicht arm, ja, oder ja, man muss nicht unbedingt arm sein, aber jemand, der arm dran ist, ja, der hat gerade eine schlechte Phase in seinem Leben, er ist arm dran, ja. Es läuft gerade nicht so gut, ja. Er hatte gerade eine Pechsträhne, er hatte gerade oft Pech und deswegen ist er arm dran. Ihm ist etwas Schlechtes passiert und deswegen ist er arm dran. Der Sponti-Spruch lautet aber, besser arm dran als arm ab. Ja, und wie du weißt, ja, das ist mein Arm, ja, das ist mein Arm hier und arm dran könnte man auch so auffassen, dass ich meinen Arm noch habe. Ja? Ich habe meinen Arm. Ach, er ist noch dran. Ja? Er ist an meiner Schulter. Ja? Mein Arm ist an meiner Schulter. Das heißt, mein Arm ist dran. Ja? Und wenn mein Arm ab wäre, ja, dann hätte ich keinen Arm mehr. Ja? Dann wäre ich so. Ja? Und ein Glück habe ich meinen Arm noch, ja, und ich muss gerade an Nick Wojcik denken. Ich hoffe, ich spreche seinen Namen richtig aus. Es ist ein Mann ohne Arme und ohne Beine. Er scheint sehr erfolgreich zu sein, ja. Es ist nicht so, dass man ohne Arme und ohne Beine nicht erfolgreich sein könnte, aber ich bin zumindest froh, dass ich meinen Arm noch habe, weil ich ihn sehr oft benutze. Also besser Arm dran als Arm ab. Das ist ein Sponti-Spruch. Und ein lustiger Spruch, den mein Vater manchmal gesagt hat, war, du hast keine Chance, nutze sie. Ja, du hast keine Chance, nutze sie. Und das ist ein sehr alberner Spruch, ja. Normalerweise sagt man, hey, du hast eine gute Chance, ja, nutze die Chance. Aber wenn man keine Chance hat, dann gibt es ja keine Chance, die man nutzen kann, ja. Und man sagt, ja, du hast keine Chance, ja, wenn man jemanden einschüchtern will, ja, in einem Boxkampf, ja, zum Beispiel, ja, ich boxe gegen dich und dann sage ich zu dir, ach, du hast keine Chance, ja, ich bin viel besser als du. Ja, du hast keine Chance. Aber wenn ich sage, du hast keine Chance, nutze sie, dann ist das doch nur albern, ja? Weil man ja keine Chance hat. Ja. Ein dritter Spruch, ja, ist eine Veränderung eines herkömmlichen Spruches. Ja? Es gibt diesen Spruch,
der Klügere gibt nach. Ja? Zwei Leute streiten sich und oder zwei Kinder streiten sich und dann kommt immer ein Erwachsener, der sagt, ja, der Klügere gibt nach, ja, und dann soll man als Kind soll man jetzt nachgeben, was man eigentlich gar nicht möchte. Ich weiß nicht, was ich von diesem Spruch halte, ja, der Klügere gibt nach, ja, was da die Lehre daraus ist, ja. Die Spontis haben diesen Spruch verändert oder erweitert und sie sagten, der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist. Ja, und der Dumme sein, ja, ist jemand, der Dumme ist, heißt auch jemand, der Nachteile hat. Ja, oh, ich bin ja wieder der Dumme. Ja, das sage ich, wenn mir etwas Schlechtes passiert ist, ja, oder wenn ich mich unfair behandelt fühle, ja, dann sage ich, oh, jetzt bin ich der Dumme. Deswegen sagten die Spontis, der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist. Und da liegt schon ein Kern Wahrheit drin. Ja? Wenn man zu oft nachgibt, dann ist man wirklich der Dumme. Ja? Also ein Kompromiss, oder es ist schon gut, kompromissbereit zu sein. Es ist schon gut, ab und zu Kompromisse einzugehen. Aber es gibt bestimmte Dinge oder es gibt eine bestimmte Häufigkeit an Kompromissen, die man nicht eingehen sollte. Ja, also bei bestimmten Dingen, finde ich, sollte man keine Kompromisse eingehen und man sollte vielleicht auch nicht zu oft Kompromisse eingehen. Ja, man soll auch auf sich selber beharren, ja, auf seine Meinung oder auf dem, was man meint zu verdienen. Ja. Denn sonst ist man wirklich der Dumme, ja, wenn man sich nur herumschubsen lässt. Okay? Und ein weiterer Spruch. Nieder mit der Schwerkraft. Es lebe der Leichtsinn. Ja. Nieder mit der Schwerkraft. Ja, die Schwerkraft ist natürlich etwas, was man nicht verändern kann. Ja, es ist ein Naturgesetz. Und die Spontis sagten aber, nieder mit der Schwerkraft, es lebe der Leichtsinn. Was ist Leichtsinn? Nun, Leichtsinn bedeutet, dass man sehr viele Risiken eingeht oder große Risiken eingeht. Ja? Wenn ich ein großes Risiko eingehe, bin ich leichtsinnig. Ja? Ich muss gerade daran denken, dass ich in einem Lande bin, wo der Verkehr recht chaotisch ist. Ja? Ich bin in Vietnam, ja? Und der Verkehr ist sehr gewöhnungsbedürftig. Ja? Und wenn ich jetzt zum Beispiel ohne Helm unterwegs bin, ja, ich meine, in jedem Land, ja, wenn ich zum Beispiel ohne Helm auf einem Motorrad unterwegs bin, dann ist das leichtsinnig, ja, das ist ein großes Risiko, das ist ein Risiko, was man gut vermeiden kann, also ist es leichtsinnig, okay? Nieder mit der Schwerkraft, es lebe der Leichtsinn. Na, meine Güte, das kann ja nur schief gehen, okay? So, ein weiterer Spruch, ja, wer zu viel fernsieht, verliert den Weitblick. Wer zu viel fernsieht, verliert den Weitblick. Ja. Fernsehen, ja, das bedeutet, dass man den Fernseher anschaut. Ja. Das bedeutet, dass man auf Englisch Television, ja, das ist der Fernseher, ja, und das sagt man so im Deutschen, ja, Fernsehen, ja, als Verb, ja, bedeutet, dass man auf den Fernseher schaut und verfolgt, was im Fernsehen passiert, ja, aber wer zu viel fern sieht, der verliert den Weitblick, ja, der Weitblick, das ist, ja, wenn man sozusagen das große Ganze
versteht. Ja, wenn ich das große Ganze verstehe oder wenn ich eine große Vision habe, ja, dann habe ich Weitblick. Ja, ich kann Dinge voraussehen. Ja. Und ja, wenn man zu viel Fernsehen schaut, dann denke ich auch, dann wird man vielleicht ein bisschen dümmer, weil manche Sendungen echt ein niedriges Niveau haben. Ja, man wird, das Fernsehen, denke ich, macht dumm auf die Dauer und wenn man zu viel Fern sieht. Ja. Deswegen hat dieser Spruch auch einen sehr tiefen Kern. Ja. Wer zu viel Fern sieht, verliert den Weitblick. Okay. Ein letzter Spruch heute. Ja. Wissen ist Macht. Ja, diesen Spruch hast du vielleicht schon mal gehört. Ja, Wissen ist Macht. Ja, auf Englisch Knowledge is Power. Ja, auch im Englischen benutzt man diesen Spruch. Ja, Wissen ist Macht. Ja, und die Spontis sagten, Wissen ist Macht. Wir wissen nichts. Macht nichts. Und das ist wirklich wieder so ein alberner Spruch. Ja, es ist sehr albern. Ja, macht nichts. Ja, das bedeutet, dass es einem egal ist. Ja, ach, macht nichts. Ja, es ist mir egal. Macht nichts. Ja, ich habe über diese Redewendung schon mal gesprochen. Ja, in einem meiner sehr populären Videos. Ich glaube, es nennt sich 7 Redewendungen oder so, ja. Oder ja, schau mal auf YouTube alle Videos nach Popularität geordnet und du findest dieses Video bestimmt. Ja, oder du suchst auf meinem Kanal nach Redewendungen und dann findest du dieses Video, ja. Macht nichts, ja. Das bedeutet, dass es einem egal ist. Ja. Und die Spontis sagten eben, Wissen ist Macht. Wir wissen nichts. Macht nichts. Ja, das ist ein sehr lustiges Wortspiel mit der deutschen Sprache. Okay? Ich hoffe, dir haben diese Sponti-Sprüche gefallen. Sehr lustige Sprüche, sehr albern. Aber manche haben, wie gesagt, auch einen interessanten Kern. Ja? Was denkst du, welchen Sponti-Spruch hat dir, welcher Sponti-Spruch hat dir am meisten gefallen? Ja? Ich bin gespannt auf deinen Kommentar. Wir sehen uns morgen. Tschüss!